Hallo, dieses Video geht an euch, ich danke euch sehr für eure Unterstützung. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ihr mir dafür helft. Es kommt von Herzen und die netten Texte, die geschrieben worden sind, ich bin schwer beeindruckt. Ich werde weiterkämpfen, mit allen Mitteln diese Krankheit zu überstehen und das aufzuklären. Mit eurer Hilfe, mit eurer Unterstützung. Ihr seid super. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Hallo, hier ist Katharina. Ich drehe heute dieses Video für weitere Betroffene, aber auch für euch, die mich so sehr unterstützt. Und ich bin euch unendlich dankbar, dass ich jetzt diese ganzen Dinge bezahlen kann und die ganzen Mittel kaufen kann, um meine Entgiftung zu starten. Heute geht es explizit darum, über die spezielle Immundiagnostik für Selbstzahler. 16 Monate wurde mir das vorenthalten. Es gibt es immer schon, also jetzt kam die ganz neu gemacht eigentlich, seitdem es die tolle Spritze gibt. Die muss man selber bezahlen. Wenn ich zum Arzt gegangen bin, machen die kleines Blutbild, großes Blutbild und immundiagnostisch. Das zahlt ja die Kasse. Da sieht man nur aber so ein bisschen, dass ich krank bin. Also von den Leukozyten her und den Neutrophilen, da sieht man schon, dann haben wir alle mal gedacht, ja, du hast Krebs, aber es ist kein Krebs. Es kommt nun mal von der Spritze. Akut jetzt, ich habe mich 2 Tage nicht gemeldet, weil ich akut mal wieder unter Blutarmut leide. Die Blutwerte waren massiv, die normalen, das große Blutbild schon extrem. Der Arzt hat mich sogar am Abend noch mal angerufen, um mich zu fragen, wie es mir geht. Das bedeutet einiges. Ich bin sehr schwach. Ich konnte gestern kein Video mehr drehen. Ich falle immer um. Man wird auch müde. Von Blutarmut macht es, man ist müde. Wenn man sitzt, man schläft einfach ein oder man fällt einfach um. Es geht mir immer noch super beschissen. Es wird mir auch so schnell nicht besser gehen. Also ich wende mich an alle, die auch Hilfe suchen. Geht zu eurem Arzt, macht die spezielle IMD Labor Berlin zum Beispiel oder andere Labore. Es kann jedes Labor sein. Spezielle Immundiagnostik für Selbstzahler. Da ist alles drin. Ihr müsst nicht 1000 Euro bezahlen, je nachdem, was habt ihr für Symptome. Bei mir ist es ja Multiorganversagen. Bei anderen ist es nur die Haut. Bei dem nächsten ist es, eure Beine sind taub oder eure Finger haben keine Gefühle mehr. Danach wird abgerechnet. Es gibt auch eine Untersuchung, die nur mit Urin funktioniert. Das ist dann, je nachdem, was für Nebenwirkungen habt ihr. Jeder hat ja nicht das Gleiche. Wir sind alle unterschiedliche Menschen. Jeder bekommt eine unterschiedliche Nebenwirkung. Mir hat dieses Blutbild sehr viel geholfen. Es ist es wert. Macht das. Fragt euren Arzt, warum hat das euch nicht vorher gegeben? Jeder Arzt kann dieses Blutbild veranlassen. Ja, und jetzt das Video. Ich muss gleich. Es geht mir, ihr seht das. Ich sage noch einmal Danke in die Kamera. Bitte unterstützt mich weiter. Ich bin noch lange nicht fertig mit meinem Weg. Es geht mir weiterhin bescheiden, bescheiden schön. Ich werde diese Woche wahrscheinlich auch noch einmal im Live, aber das werdet ihr darüber benachrichtigen, ein Interview geben. Und darüber werde ich aber auf meiner Seite informieren. Ich danke euch allen und habt einen schönen Tag. Tschüss. Hallo, das ist nochmal ein persönliches Dankeschön von mir an euch, dass mir das möglich gemacht habt und dass ich die Unterstützung gekriegt habe, einen vernünftigen Arzt zu finden, einen vernünftigen Anwalt. Ich fühle mich mental ein bisschen besser, aber der Körper versagt. Wenn ihr das seht, ich zeige euch das nochmal. Das geht schon seit so vielen Monaten so. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Es ist keine normale Augenentzündung. Wir alle wissen, was das ist. Die aktuellen Blutwerte sind immer noch nicht gut. Also ist alles so geblieben, wie es ist. Ich warte immer noch auf das Ergebnis von dem anderen Blutbild, was von dem Speziallabor ist. Ich bin gespannt, aber sie werden nicht schön, die Ergebnisse. Einfach nochmal einen herzlichen Dank. Und wie ihr seht, ich habe schon wieder abgenommen. Ich hätte gerne heute Morgen ein Video gedreht, aber es ging mir einfach zu schlecht. Ich bin ja nun mal krank. Aber trotzdem vielen lieben Dank an euch alle. Hallo, heute möchte ich euch erzählen von meiner Begegnung, die ich heute draußen hatte mit einer Bekannten. Sie hat mich gefragt, was wünschst du dir zu Weihnachten? Da habe ich gesagt, ich wünsche mir die Menschlichkeit zurück und Ärzte, die den Patienten ernst nehmen. Da guckt sie mich an und sagt zu mir,
Warum hast du es nicht hingenommen, dass du krank bist? Warum musstest du das untersuchen und bist laut geworden? Warum bist du nicht still geblieben? Ich habe sie angeguckt mit ganz großen Augen. Ist das dein Ernst? Und sie, ja, du wirst schuld sein, wenn andere sich nicht ihre nächste Spritze abholen. Ich habe mich umgedreht und bin gegangen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Wo ist die Menschlichkeit? Die wünsche ich mir zurück. Wirklich. Das kann es nicht sein. Solche Begegnungen habe ich öfters. Und was ist los mit den Menschen? Ich habe zu ihr vorher noch gesagt, willst du nicht das akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist? Und sie, aber egal, einer muss immer leiden. Dann bist es halt jetzt du, aber du bist ganz alleine. Ich, ja, mach mal die Augen auf, statt die Öffentlich-Rechtlichen zu gucken. Ich bin sicherlich nicht alleine. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Hallo, mein Name ist Katharina. Die meisten kennen mich von euch. Ich bin die, die am 10. November ein Video gedreht hat, um Hilfe in die Welt rauszurufen. Da ich einfach nicht aufgeben wollte, woran leide ich? Ja, es ist ein Impfschaden. Das kann ich heute offen sagen. Das werde ich mir auch nicht verbieten lassen, dass es keiner ist. Denn die Blutwerte und die Ergebnisse sprechen für sich. Wie hat sich meine Woche wieder gestaltet? Von Montags bis Freitag. Jeden Tag war ein Arzttermin. Wie ihr seht, altert man dann auch schneller, wenn die Krankheit einen so hart erwischt wie mich. Ja, mein Körper hat nicht aufgegeben. Er hält es aus, was ihm angetan worden ist. Ich bin dankbar dafür, dass ich euch habe, dass ihr mich unterstützt, dass ihr mich gehört habt. Und jetzt auch Ärzte da sind, die mich sehen. Es kostet viel Kraft, diese weiten Strecken auf mich zu nehmen, weil hier in meiner Nähe leider kein Arzt ist, der das akzeptiert. Ich wünsche mir einfach mehr Akzeptanz, dass jeder Arzt, jeder deutsche Arzt guckt und den Patienten behandelt. Die Möglichkeiten sind da. Warum macht ihr es nicht? Warum lasst ihr uns einfach im Regen stehen, sage ich jetzt. Ich bin immer noch wütend, ich bin aber auch genauso gut traurig, dass all das passiert ist. 1 Jahr und 6 Monate stand ich da und ich wusste nicht mehr weiter. Ohne dieses Video, ich wäre nicht mehr bei euch. Ich wäre nicht mehr da. Das ist nun mal so. Und heute Morgen, wo ich bei meiner langjährigen Hausärztin war, ich habe ihr meine Werte mitgebracht. Das sind ja diese Spezialblutwerte, die werden dann da auch nochmal erklärt von dem Labor. Sie sagt, ich muss das lernen. Ich, okay, wir müssen es alle lernen. Ich muss es akzeptieren, du musst es akzeptieren. Ich wünschte mir, andere würden es auch akzeptieren. Vor allen Dingen Bekannte, Fremde und so, wie sie auf einen reagieren. Bin ich ein Nichts, nur weil ich jetzt krank bin? Hätte ich eine normale Erkrankung, würden sie mich sehen? Das sind Dinge, die mich beschäftigen, wo ich jeden Tag drüber nachdenke. Was ist los mit den Menschen? Früher hat man gehört, oh, der eine ist krank. Dann geht man hin, man kümmert sich. Man guckt, was ist da los? Kann ich ihm helfen? Aber bei mir war das so, wo rauskam, was, du bist ein Impfschaden? Dann platzt eine Blase für diese Menschen. Du bist ein Nichts, du bist sofort, nein, du willst doch wohl nicht etwas leugnen? Wer redet von leugnen? Ich bin krank, es ist bewiesen und ja, ich bin ein Impfschaden. Akzeptiert das, sage ich zu den Leuten. Ich danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich danke, dass es euch gibt. Einen schönen Abend noch. Hallo, ich wünsche euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ruhige Tage. Aus unseren Politikern, denen wünsche ich das nicht. Aus welchen Gründen wünsche ich ihnen das nicht? Auch dieses Jahr werde ich kein gesundes und schönes Weihnachtsessen zu mir nehmen können, weil mein Körper es nicht mehr zulässt. Sie haben zugelassen, dass diese Spritze auf den Markt kommt und dass dieses große Leid über viele Menschen und auch über mich gekommen ist. Viele haben es nicht überlebt, ich habe es überlebt, aber um welchen Preis? Sie haben nur Unglück über mich gebracht und viel Schmerzen. Und meine Zukunft sieht auch genauso weiterhin aus. Deshalb wünsche ich Ihnen aus tiefstem Herzen kein besinnliches Weihnachtsfest.
Hallo, was bedeutet Postwag? Für mich hat es bedeutet Schmerzen im ganzen Körper, die Organe versagen, alle möglichen Termine, aber ihr wisst das ja schon, dass man nicht ernst genommen worden ist. Nein, das kann nicht rechts und links gleichzeitig wehtun, doch konnte es und hat es auch. Aber jetzt mit den Therapiemaßnahmen, die durchgeführt werden, ich habe weniger Schmerzen im Körper. Das neue Problem, was im Dezember dazugekommen wird, wird jetzt massiv bekämpft und ich hoffe, dass wir das in den Griff kriegen in den nächsten Wochen, dass es mir vom Zustand dann deutlich besser geht und dann kann ich auch mal ein vernünftiges Video drehen ohne Sprachprobleme, hoffentlich. Bitte nehmt weiterhin darauf Rücksicht, dass ich oft Sprachaussetzer habe oder Wortfindungsstörung. Ihr habt das sicherlich schon gemerkt, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, verurteilt mich bitte dafür nicht. Also ich kann euch sagen, meine Schmerzen sind besser geworden und ich bin sehr gespannt auf die Blutwerte, die wir im Februar machen werden und sehr in der Hoffnung, dass sie besser werden. Ich habe jetzt viele Medikamente und auch Nahrungsergänzungsmittel, die dringend notwendig waren, auch Homöopathie. Wir machen von alle Seiten gleichzeitig und ich bin da guter Dinge eigentlich, weil heute muss ich sagen, vom Körper her, vom Schmerz her, es geht mir besser. Ohne diese Therapie wäre das nicht möglich gewesen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber ich bin voller Hoffnung dafür. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hallo, mein Name ist Katharina. Vielleicht kennt ihr mich schon von meinem ersten Video. Ich bin ein I-Schaden von 2021, Giftspritze, sage ich mal dazu. Ich habe eine schwere Vaskulitis, die mich töten wird. Sie zerstört meine Organe. Sie zerstört die Durchblutung, meine Speiseröhre, wie ihr hört, und meine Luftröhre. Das ist keine Erkältung, das ist die Erkrankung. Ich hätte das Video gerne vorher gedreht, aber mir geht, mein gesundheitlicher Zustand ist zurzeit ziemlich desolat, wenn man das so sagen kann. Und ich habe jetzt eine Kampagne, wird heute gestartet mit diesem Video zusammen. Das ist eine ganz offizielle Aktion. Ich werde euch dabei auch jedes Mal auf den Laufenden halten. Dieses Kampagne ist dafür da, für Fahrtkosten, für Nahrungsergänzungsmittel, für die Zusatzuntersuchungen, die gemacht werden, für die Zweitbiopsien, die veranlasst worden sind, für Blut, für Urin und neue Biopsien. Das ist eine ganze Menge. Und ich kann euch nur darum bitten, ihr müsst es nicht, aber ich würde euch darum bitten, mich finanziell zu unterstützen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht nur körperlich nicht mehr. Der Körper versagt. Ich bin sehr schwach. Was soll ich sagen? Ihr seht das selber. Ihr könnt den Unterschied erkennen. Und nein, ich bin nicht geschminkt. Weder steht irgendwo eine Organisation oder ein Kamerateam hinter mir. Nein, dem ist nicht so. Das ist alles ehrlich so, wie es ist. Das werde ich euch auch beweisen können. Ihr werdet es demnächst im Fernsehen sehen. Aber jetzt bräuchte ich eure Unterstützung. Und ich danke euch jetzt schon mal. Macht's gut. Hallo an alle. Ich möchte euch gerne informieren. Heute Abend um 20 Uhr wird Tatort Impfen ausgestrahlt. Ich bin unter anderem auch Gast. Und ich möchte für die anderen mitteilen, ich bin jetzt auf dem Weg zur Polizei und werde ein paar Strafanzeigen stellen. Weil wegen Verleugnung und wegen Denunzieren, wegen Lügen verbreiten und allen anderen. Aber ihr wisst schon, wen ich meine. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mir das bieten lasse, oder? Dass ihr mir so etwas unterstellt. Wie arm seid ihr? Hallo an alle. Gestern hatte ich einen sehr informativen Tag mit meinem Rechtsbeistand. Und ich wollte euch darüber kurz informieren und wünsche euch noch einen schönen Tag. Guten Morgen, eine kleine Info. Meine Blutwerte sind da, sind auch dementsprechend ausgefallen, so wie ich mich fühle, nämlich schlecht. Ich halte euch weiter auf den Laufenden. Es ist noch ein steiniger Weg, aber ich habe ein paar Steine aus dem Weg geräumt. Mit diesem Blutergebnis bin ich einen großen Schritt vorangekommen. Und in der Hoffnung immer noch, eventuell Hilfe zu bekommen, falls es nicht schon zu spät ist. Hallo, guten Morgen. Heute war erneut Blutuntersuchung. Zusätzlich dazu gab es noch eine Urinuntersuchung, um das Gesamtergebnis zu manifestieren. Jetzt muss ich noch 1,5 Stunden nach Hause
und warten, bis das Ergebnis da ist. Hallo, eine kleine Info für euch. Es kommt durch die Untersuchung immer mehr ans Licht. Immer mehr Schäden sind sichtbar jetzt mit den Ergebnissen. Ich werde weitermachen. Ihr seht unten meinen Text, den ich euch geschrieben habe, für alle. Ich lasse mich nicht unterkriegen, auch von diesen fürchterlichen Denunzierereien, die im Internet stattfinden, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen, dass es Menschen gibt wie mich. Ja, ich bin ein Kämpfer. Ich habe sehr, sehr extreme Schmerzen ausgehalten. Es war unnormal. Mittlerweile entschuldigen sich teilweise die Ärzte bei mir und sagen, es tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Jetzt sehen sie mich. Auch weitere Ärzte sehen sich und bemühen sich darum, Aufklärung, versuchen mir zu helfen. Ich werde euch immer weiterhin auf dem Laufenden halten. Ich danke euch allen sehr, dass ihr mich gehört habt, mich gesehen habt und an meiner Seite steht. Hallo an alle, ich hoffe, ihr hattet einen schönen zweiten Advent. Mit den Blutwerten, die ich jetzt bei mir habe, können nicht nur meine Anwälte etwas anfangen, sondern auch die Ärzte. Und sie überlegen sich eine Therapie, also sind dabei, eine Therapie zu erstellen. Und es wird bald losgehen. Ich hoffe, es wird gut. Hallo, Tagesbericht zum 7. Dezember. Es war heute ein sehr bewegender Tag für mich. Wie hat der Arzt gesprochen? Ich hätte nicht gedacht, dass sie das überleben. Ja, habe ich aber und ich werde auch weiterhin alles dafür tun, um zu überleben, um aufzuklären, um Klage zu erheben, um zu helfen, anderen Menschen vielleicht auch noch zu helfen. Ich bin nicht allein, das ist ganz sicher. Bei mir ist es schon ein besonderer Fall gewesen mit meiner Erkrankung, aber dennoch, ich bin nicht allein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Nächste Woche wird sehr viel passieren. Ich denke, dass ich Montagabend spät oder am Dienstag dann einen neuen Tagesbericht erstellen werde. Hallo, Tagesbericht zum 9. Dezember 2022. Mein Gesundheitszustand ist weiterhin unverändert. Ich befreue mich auf den Montag. Da werden internationale Ärzte zusammenkommen, um mir zu helfen, um alles zu besprechen, denn wir wissen jetzt, woran es liegt. Und dann wird halt alles in die Wege geleitet. Es gibt noch viele weitere Schwierigkeiten für mich, wie zum Beispiel die Krankenkasse. Es gibt ja schließlich solche Menschen wie mich offiziell nicht, wegen den ganzen Zahlungen, die dann stattfinden werden für mich, was ich selber tragen muss, um zu überleben. Das ist schon, in was für einem Land leben wir? Ja, es gibt uns, ja, es gibt mich. Es war unwahrscheinlich, dass ich das überlebe, aber ich bin dennoch da. Was macht Vater Staat? Er setzt die Antifa ein im Internet und hat versucht, mich anzugreifen. Aber glaubt ihr, ich lasse mich dadurch aufhalten? Ich bin da, ich bin immer noch das, was ihr nicht sehen wollt. Und ich lasse mich von solchen Personen nicht aufhalten. Die machen extra Internetseiten und greifen solche Menschen wie mich an. Besonders haben sie mich angegriffen. Aber sehe ich aus, als hätte ich Angst vor denen? Nein. Ich habe viel größere Schwierigkeiten, mit meinem Körper zu kämpfen, um das zu überleben, was mir angetan worden ist. Und schöne Grüße an die Antifa. Ihr könnt auch weitermachen oder nicht. Es interessiert mich nicht, denn ich werde weiterkämpfen. Und ich bin sehr, sehr weit gekommen in den letzten Wochen. Mich braucht keiner anzugreifen und zu sagen, dass ich ein Lügner bin, denn es steht fest, dass ich kein Lügner bin. Ein Adventsgruß für unseren Gesundheitsminister. Heute Nacht habe ich mal wieder an Sie gedacht, während ich vor Schmerzen nicht schlafen konnte. Heute Morgen auch bei dem Versuch, aus meinem Bett zu kommen und das Zimmer zu wechseln und ich dann zusammengebrochen bin und stundenlang da lag mit meinen Schmerzen. Sehen Sie mich, Herr Gesundheitsminister? Sie können mich nicht ignorieren. Ich bin da, viele weitere sind auch da. Die Beweislast wird immer höher, was man sieht, was in der Presse kommt. Und Sie ignorieren es weiter und bleiben dabei. Es war nebenwirkungsfrei, das war sie nicht. Das wissen Sie genauso gut wie ich.
Hallo, wie ihr seht, sehe ich noch sehr angeschlagen aus. Das war wieder einmal gesundheitlich ein harter Tiefschlag, so wie ich im ersten Video gesagt habe, dass es immer wieder zu Zuständen kommt wie diese. Ich möchte mich noch einmal persönlich bei euch bedanken, dass ihr mir wahrscheinlich das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht habt, was man haben kann. Ihr habt mir das Leben geschenkt und eine Zukunft, die Möglichkeit gegeben, es wirklich herauszufinden, woran leide ich. Und tatsächlich die Klage einzureichen, das habe ich ja schon mehrmals erwähnt, aber ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Ich mache es jetzt einfach per Video. Ich danke euch allen sehr, allen 312 Menschen, die es mir möglich gemacht haben, dass ich heute hier bin, dass ich nicht plötzlich und unerwartet verstorben bin und niemand weiß warum. Das verdanke ich euch und niemand anderen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Hallo, ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Weihnachtszeit gehabt. Ich habe heute meinen Papierkram ein bisschen so erledigt, vor allen Dingen meine Krankenhausberichte alle fotokopiert, Vorbereitung für Januar, für weitere Aufenthalte und Untersuchungen, muss ich das ja alles mitbringen. Und wenn ich die so lese auf der letzten Seite, der Patient wurde in einem guten Allgemeinzustand entlassen. Da begann ja schon die Lüge. Ich bin aus keinem Krankenhaus in einem guten Allgemeinzustand entlassen worden. Aber nun gut, wir werden sehen, was der Januar bringt, wie die Untersuchungen ablaufen werden und wie ein weiteres Fremdkrankenhaus darauf reagiert. Wenn sie diese neuen Ergebnisse von mir bekommt, werden sie mich behandeln oder werden sie mich wegschicken, so wie die anderen auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt auf die Zeit. Ich bereite mich jetzt schon mal mental darauf vor, was der Januar und der Februar bringt. Im Februar werden Nachuntersuchungen gemacht, um Vergleichsergebnisse zu haben, ob meine Therapie, die wir zurzeit durchführen, Erfolg hat oder nicht. Und ja, wir werden es sehen. Ich werde es sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hallo, heute beginnt mein Tag schon wieder mit Arzttermin und Termin, um einen Termin zu machen für ein PET-CT. Habe ich gerade meine Überweisung abgegeben und meinen aktuellen Krankenhausbericht. Und nachher werde ich ein Interview geben, zusammen mit Frieden Fakten mit dem SEBE. Und das werde ich nachher dann auf meinem Telegram verlinken, damit ihr das alle sehen könnt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hallo, heute kommt mein Video ein bisschen später, weil es geht mir nicht gut. Der Tag ist schon schlecht angefangen. Ich habe meine Wohnung heute noch nicht verlassen. Termine musste ich absagen. Ich werde das mal auf morgen verlegen. Morgen kommt auch das Interview, wird bei mir verlinkt, aber auch bei ihm, beim SEBE. Natürlich bei ihm zuerst und dann bei mir. Nichts Falsches sagen jetzt hier. Und demnächst kommen auch noch mal weitere Kurzvideos von mir. Da werde ich euch so gewisse Situationen, die vorgefallen sind, noch mal näher bringen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Einblick in mein Leben. Denn das war sehr viel, was ich ihm gestern erzählt habe. Und ja, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Ich weiß, aber es ist auch eine lange Zeit gewesen, die ich im Dunkeln getappt bin und hilflos war. Ich bin heute am Fernsehen gucken gewesen und habe ich gesehen, unsere Politiker möchten gerne das Gesetz ändern, dass Impfgeschädigte keinen Anspruch mehr auf überhaupt gar nichts haben. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Gleichzeitig sehe ich immer mehr Impfopfer und immer mehr Impfopfer melden sich bei mir durch meinen Aufruf. Das ist für mich unfassbar, dass mir die ganze Zeit eingeredet worden ist, du bist ganz alleine. Ich bin also alleine, deshalb quillt mein Postfach über? Nein, ich bin sicherlich nicht ganz alleine. Und werden sie sich jemals bei uns entschuldigen? Ich denke nicht. Die ändern jetzt in aller Ruhe die Gesetze und nachher will niemand was davon gewusst haben. Ich bin gespannt auf nächste Woche oder übernächste Woche mit den Arztterminen, die stattfinden werden. Ob dann immer noch so reagiert wird oder ob es jetzt mal langsam zur Normalität wird oder ob man immer noch die Person ist, so nein, sie nicht. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Hallo,
Ich hoffe, durch das Interview von gestern Abend habt ihr einen kleinen Einblick in mein Leben und in meine Vergangenheit bekommen, was ich so durchmachen musste. Ich werde da demnächst aber mal detaillierter drauf eingehen, gerade was das Unmenschliche betrifft, was mir widerfahren ist und auch, wie man mit Schmerzen umgehen kann. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Mein Jahr begann mit Ungewissheit, mit Vermutungen und Fehldiagnosen. Es endet mit Gewissheit und Rückenwind von euch. Ich danke euch sehr. Nächstes Jahr wird viel ans Licht kommen und wir werden viel voranbringen. Ich werde viel voranbringen und die Ärzte, die mich jetzt betreuen und die Wissenschaftler, die die Untersuchungen durchführen. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Danke, dass es euch gibt. Hallo, ein kleines Infovideo für euch. Morgen früh werde ich mich auf den Weg wieder machen ins Rheinland zu meinem Arzt, um das Rezept für die Therapie abholen zu können. Und nächste Woche Freitag bekomme ich Besuch von Professor Martin Schwab. Juraprofessor ist er und er wird euch und mir die Frage beantworten, warum ist mein Impfschaden immer noch nicht anerkannt? Viele fragen mich das. Mensch, wenn noch so viele Beweise da sind. Ja, das ist gar nicht einfach und ich alleine, ich kann euch das einfach, es ist zu kompliziert, das zu erklären, warum das noch nicht so ist. Aber der Juraprofessor wird das sehr gut in Form bringen. Der hat so interessante Informationen für mich und auch für alle anderen Impfopfer ist das wichtig, was wir in dem Video dann erfahren werden. Wie gesagt, es wird nächste Woche Freitag stattfinden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hallo, im neuen Jahr beginnt für mich eine neue Therapie. Wir haben uns zusammen gegen die Plasmapherese entschieden, da das für mich nicht das Passende ist. Wir werden mit Medikamenten gegen meine Erkrankung ankämpfen. Ab heute werde ich Marovirac einsetzen. Das habe ich auch in einem Kurzvideo, zeige ich euch, wie ich es heute in der Apotheke abhole und was es gekostet hat. Heute werde ich im Laufe des Tages noch der Krankenkasse einen Brief schreiben mit dem Antrag. Ich habe von meinem Arzt auch ein Schreiben gekriegt auf Kostenübernahme. Dieses kann Monate dauern, bis das passiert. Deswegen wird es weiterhin erstmal selber gezahlt. Ich bin positiv eingestellt, weil die Forschungsinstitute und weltweit die Wissenschaftler haben große Erfolge damit erzielt, mit diesem Medikament. Ein weiteres Medikament wird demnächst dazukommen, aber erstmal wird dieses für ein paar Wochen eingesetzt, um zu gucken, wie mein Körper darauf reagiert. Und ich werde euch natürlich auf den Laufenden halten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hallo, mein heutiger Tag war bestimmt von Schreiben, Telefonieren, Antwort schreiben, nochmal hinschreiben, Widerspruch, es geht um die Krankenkasse und auch noch um andere Dinge. Das Wahnsinn, diese Bürokratie, ist es sehr anstrengend auch für mich. Wie ihr seht, ich habe mal wieder, mein Auf und Ab geht weiter, mein aktuelles Gewicht ist 39,2 Kilo. Das ist auch ein Projekt, was ich dieses Jahr noch einmal versuchen werde. Die Ärztin hat gesagt, es ist sehr, sehr schwierig mit dem Kurzdarmsyndrom durch die Operation und der Amputation des Darms überhaupt zuzunehmen. Ich stelle mich diesem Kampf und will versuchen, dass ich bis März ein Körpergewicht von 46, 47 Kilo, was sehr unwahrscheinlich ist, ich will es aber trotzdem versuchen zu erreichen. Dies ist auch sehr schmerzhaft, aber so kann es auch nicht weitergehen mit meinem Körpergewicht. Ihr seht an meinem Text, was ich heute alles gemacht habe. Ich werde euch natürlich bei allem auf dem Laufenden handeln. Die Telefonate, die ich heute hatte, waren sehr anstrengend für mich, wenn dann kommt. Da steht jetzt ganz klar drin, dass sie ein Impfschaden sind. Ja, die Diagnosen stehen. Aber was dann so für Reaktionen kommen, die kann ich so nicht raus, sondern das muss ich erstmal verarbeiten, was für Reaktionen da gewesen sind. Das ist nicht einfach für mich. Ich hoffe, ihr habt dafür ein bisschen Verständnis, weil das macht mich immer noch beinahe täglich sprachlos, wie die Reaktionen auf einem kranken Menschen sind. Was denken die Leute sich dabei, dass mir das Spaß macht oder irgendeinem anderen kranken Mensch das irgendwie auf irgendeine Art Spaß macht, krank zu sein?
Und dann wird auch noch drauf rumgehackt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hallo, was bedeutet Leben mit Postwack für mich? Wenn ich jetzt über den heutigen Tag und auch die Vergangenheit nehme, bedeutet das, der Arzt, dem du vorher vertraut hast, er ignoriert dich. Im Gegenteil, er versucht dich in eine Psychiatrie zu sperren, weil er meint, das kann ja nicht sein, wenn man sagt, der gesamte Bauchraum tut weh. Alles tut mir weh. Und ja, ich blute. Er akzeptiert es einfach nicht. Und dann kommen solche Tage, wo ich mit meinen Blutergebnissen komme und ich zeige sie. Und die Antwort darauf ist, oh, Sie sind sehr schwer krank. Sie müssen wirklich Schmerzen gehabt haben. Ja, und Sie haben sie erfolgreich ignoriert und haben mich als Simulant hingestellt. Sie sind ab heute nicht mehr mein Arzt. Wie fühlt sich das an für mich? Das fühlt sich nicht gut an, weil es auch auf meiner Reise, die ich noch vor mir habe, viele solche Ärzte geben wird. Das war jetzt ein langjähriger Arzt von mir, aber fremde Ärzte reagieren genau so. Sie gucken im Kollektiv einfach weg. Es sind wenige Ärzte, die sagen, okay, Mensch, da müssen wir was machen, da können wir was machen, ich helfe dir. Wann hört das endlich auf, dass die ganze Masse ihre Augen zumacht und uns einfach in den Stich lässt, mich im Stich lässt? Es reicht, so viele Monate diese unfassbaren Schmerzen durchgemacht zu haben, um jetzt immer noch Ärzten gegenüber zu stehen, die sagen, ja, es gibt keine Impfschäden, doch die gibt es und nein, ich werde nicht leise sein, denn ich bin es leid. Ich bin es einfach nur noch leid und ich bin erschöpft, aber ich werde meinen Kampf weiter verfolgen. Ich gebe nicht auf. Wir brauchen Aufklärung, ich brauche Aufklärung und ich will auch genug tun dafür, was mir angetan worden ist. Denn ich bleibe dabei, es war eins der schlimmsten Körperverletzungen, die man mir und auch vielen weiteren angetan hat. Denn ich habe diesen großen Gefallen, dass ich plötzlich und unerwartet sterbe, niemanden erfüllt. Ich bin noch da und ja, mein Körper ist krank, ja, meine Organe sind schwer angegriffen, aber jetzt habe ich Hilfe, dank euch. Hallo, wie ihr sehen könnt in meinem Text unten, es konnte noch schlimmer kommen. Es hat sich ja langsam angekündigt, aber jetzt ist das so. Ich bin schwächer geworden und das mit der Vergesslichkeit ist sehr extrem. Ich kann jetzt nur hoffen, dass das mit dem Medikament rückgängig gemacht werden können. Es wird bald auch ein weiteres Medikament eingesetzt. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Die Müdigkeit überfällt mich und das mit den Totalaussetzern ist ein herber Rückschlag für mich. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ihr habt das vorher schon gemerkt mit den Aussetzern beim Sprechen oder Sprachfehlern, dass so bin ich nicht geboren. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mal wieder hinkriege. Das ist jetzt ein ganz kurzes Video. Ich danke euch für eure netten Worte. Ich lese alles und ich nehme das auf bei meinem Spendenaufruf. Also das ist wirklich liebevolle Worte. Das ist sehr, sehr, weil ich weiß, dass die von Herzen kommen. Die sind mir auch sehr wichtig. Ich brauche diese mentale Unterstützung. Die ist mir sehr wichtig und da bin ich euch sehr dankbar dafür. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hallo, heute habe ich euch mal das Patterson-Protokoll hochgeladen, damit ihr seht, warum das Marovirac eingesetzt wird bei solchen Schäden, wie ich sie an meinem Körper habe und dass das wissenschaftlich erwiesen ist, dass das wirkt. Und ich möchte nochmal an alle anderen Impfopfer sagen, schweigt nicht, steht auf und zeigt euer Gesicht. Ich weiß, dass das schwer ist, für mich ist das auch nicht einfach, mich zu zeigen mit meinen Schmerzen oder nicht. Heute sehe ich so aus, morgen sehe ich so aus. Und es passieren immer wieder neue Dinge. Bitte steht auf, zeigt euch und wehrt euch. Wenn euer Arzt das nicht macht, wechselt den Arzt. Für mich war es kein leichter Weg. Das waren schließlich 1 Jahr und 6 Monate, die ich hilflos in der Gegend rumgelaufen bin und alleine war. Aber jetzt habe ich medizinische Hilfe, weil es auch Ärzte gibt, die ihren Eid noch sehr ernst nehmen und einem wirklich helfen wollen und nicht einfach nur wegschauen.
Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hallo, heute habe ich aus meiner Sicht auch mal gute Nachrichten. Ich kann euch allen berichten, dass das Medikament mir tatsächlich hilft. Ich habe 1,5 Kilo zugenommen. Im Gesicht merkt man das vor allen Dingen, den dicken Pullover, denn das ist ja nur Vortäuschung falscher Tatsachen. Auf jeden Fall seid ihr jetzt Zeugen davon, dass mir über 1,5 Jahre aktiv nicht geholfen worden ist. Jetzt aber Ärzte da sind, die mir tatsächlich helfen und es funktioniert. Nicht, sie werden sterben, sie sind todkrank und wir lassen sie im Stich, sondern es geht auch anders. Die Wissenschaft hatte recht, es funktioniert. Ich bin überglücklich. Ich weiß nicht, wie ich euch das mitteilen kann, aber ich hoffe, ihr seht das an meinem Gesichtsausdruck. Und ich freue mich, wenn ihr auch am Freitag das Video seht, wenn ich mit Professor Martin Schwab ein Video machen werde. Das wird wahrscheinlich erst am Nachmittag oder am Abend sein. Ich werde ihn aber auch noch fragen, ob er mit mir eventuell bei TikTok live geht, dann, dass wir da ein bisschen zum Thema uns unterhalten. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Hallo, ich hatte heute ziemlich viel zu tun mit Papiere und E-Mails beantworten. Unter anderem hatte ich auch einen Anruf von einem Impfopfer, die sich bei mir noch einmal bedankt hat, dass ich ihr Mut gegeben habe, das zu hinterfragen, was passiert ist und sich testen lassen hat. Und ja, auch sie ist ein Impfschaden. Ich finde das gut, dass die Leute sich zeigen langsam. Das braucht man auch. Und es hat mich sehr gefreut. Sie hat sich bei mir noch mal bedankt, sagte, du hast mir Kraft gegeben. Das ist, so sollte das auch sein. Habt Mut, zeigt euch und gebt nicht auf. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Hallo, heute mal vom Hauptbahnhof Dortmund. Ich hole heute eine Freundin ab. Sie bleibt bis Sonntag bei mir zur Unterstützung. Sie wird mich auch bei einigen Terminen begleiten und kann mich dann fahren und auch bei den schriftlichen Sachen unterstützen können. Und wie gesagt, am Freitag bekomme ich ja nochmal Besuch zusätzlich, wo wir gemeinsam ein Video machen werden. Die Unterstützung ist auch dringend notwendig, weil zurzeit ist sehr, sehr, sehr viel papiermäßig zu erledigen und Termine zu machen. Termine sind immer viel, aber zurzeit überschlägt sich das alles und da brauche ich Unterstützung. Ich freue mich sehr auf meinen Besuch. Ich habe sie 3 Jahre fast nicht gesehen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Hallo, ich hatte gestern ein längeres Gespräch und heute ein kurzes Gespräch mit Menschen, die mir wohl nicht wohlgesonnen sind. Ich sagte, umgibst du dich jetzt mit Querdenkern? Bist du ein Querdenker? Mir gefällt nicht, wie du redest. Ja, mir gefällt auch nicht, wie du redest, aber ich spreche dich da nicht drauf an. Was soll das? Was möchten die Menschen mir damit sagen? Ich sagte, dein Jargon. Was mein Jargon? Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das ist wie in Berlin. Der Berliner hat eine Berliner Schnauze und im Ruhrgebiet redet man halt so. Und Mitdenken ist etwas sehr wichtig, nur weil ich etwas kritisch hinterfragt habe und die Wissenschaft beobachtet habe, werde ich beleidigt? Ich meine, ihr kennt das alle. Ihr kennt die Situation. Jeder weiß das. Ich habe dann gesagt, glaubst du, du kannst mich damit beleidigen? Mit dem Wort, du bist jetzt ein Querdenker? Das ist keine Beleidigung für mich. Ich weiß nicht, ob die Leute das nicht verstehen wollen. Dann haben die Pech, ja. Aber ich sagte, vielleicht bist du irgendwo reingerutscht. In was soll ich denn reingerutscht sein? Ich bin nirgendwo reingerutscht. Ich bin in ein System reingerutscht, was mir nicht geholfen hat. Das ist das Einzige, was passiert ist. Naja, jetzt bin ich jetzt Person non grata, ja. Aber die war ich ja vorher auch schon. Vorher bin ich nicht behandelt worden. Jetzt bin ich, oh, du wirst aber immer lauter. Ja, und das ist doch gut so. Das ist genau richtig. Ich freue mich darüber, wenn andere Opfer sich bei mir melden und auch Unterstützung suchen oder etwas nachfragen oder wenn andere langsam merken, was überhaupt Phase ist. Ihr wisst alle, wovon ich spreche. Also ich werde mich weiterhin nicht unterkriegen lassen. Ich bleibe so, wie ich von Anfang an war. Ich bin keine Organisation, ich bin ein einzellebender Mensch, der alleine wohnt, der von Anfang an gedacht hat, hier ist was nicht in Ordnung, weil ich habe es ja am eigenen Leib erfahren, was passiert mit Menschen, die krank sind und fragen, kann es von der Impfung kommen, wie man dann behandelt wird. Also nein,
Ich wollte euch kurz mitteilen, am Montag werde ich eine PET- und CT-Untersuchung kriegen. Da werden die Gefäße und so alles gemessen. Und morgen, wie gesagt, ist Professor Martin Schwab bei mir zu Besuch. Wir machen ja dann zusammen ein Video. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und bis morgen. Hallo, mein Name ist Katharina K. Ich berichte von meinem Impfschaden 2021 BioNTech-Impfung. Chargennummer, Klammer auf, K5.1.9 Pluszeichen Z, Klammer zu. Wie gesagt, mein Name ist Katharina, Impfschaden 2021. 5 Tage nach der Impfung bin ich das erste Mal zusammengebrochen mit Nasenbluten, Mundbluten, Analbluten und aus jeder Körperöffnung, die ihr euch vorstellen könnt, Nasenbluten. 6 Wochen habe ich um Hilfe gebeten, von Arzt zu Arzt, immer wieder in die gleiche Klinik, auch in andere Klinik. Als Simulant bin ich denunziert worden. Aber exakt 6 Wochen nach der Impfung bin ich umgefallen, ins Koma gefallen, aufgewacht und hing an der Dialyse mit einem künstlichen Darmausgang. Jetzt hat erstmal keiner mehr gesagt, ich bin ein Simulant, aber dennoch, sie haben schon unter vorgehaltener Hand gesprochen, das wird wohl ein Impfschaden sein, aber zu mir ist nicht gesagt, wo ich danach gefragt habe, ich gehe davon aus, das ist ein Impfschaden. Nein, das ist kein Impfschaden. Doch war es. Nach der Operation sind sie zu der Erkenntnis gekommen, du gehst in ein Hospiz, du bist schwer krank, du wirst sterben. Das habe ich nicht gemacht, ich habe mir anderweitig Hilfe gesucht, bin aus dem Krankenhaus, mich selbst entlassen. Von Krankenhaus zu Krankenhaus, es folgten viele weitere OPs, es waren jeweils Notoperationen, davon war keine freiwillig. Eine habe ich einmal, die war geplant, alle anderen sind Notoperationen gewesen, weil es immer wieder zu septisch-hämorrhagischen Kolitis kommt. Septische Zustände in meinem Unterleib bedeutet, Eiter ist in meinem Bauch, Dinge, die da nicht hingehören, sind in meinem Unterleib und versuchen mich zu töten. Viele Ärzte haben mich untersucht. Viele pathologische Ergebnisse sind da. Pathologie Hamburg, Pathologie Hamm, Pathologie Ruhr-Universität Bochum. Ich habe unzählige pathologische Ergebnisse, die jeweils zu dem gleichen Ergebnis kommen. Aber jetzt kommt es, die Ärzte behandeln mich nicht. Die sagen, ja, wenn du ein Impfschaden bist, dann behandeln wir dich nicht. Wäre die Krankheit anders entstanden, dann würde ich dich behandeln. Aber jetzt, wenn du ein Impfschaden bist, nein, dann musst du sterben. Dazu war ich nicht bereit, dafür habe ich keine Zeit. Und deshalb gehe ich meinen Weg weiter. Er ist steinig, er ist hart. Es kommt immer wieder zu Zuständen, wo ich so auf der Kippe stehe, elektrisch geschockt werden muss, dass es nicht zum Tod kommt. Es ist ein Tag, es geht einigermaßen. Ich habe immer Schmerzen und nein, ich kann ihn nicht essen. Seit 15 Monaten, Katharina kann keine Nahrung zu sich nehmen. Versuche ich Nahrung zu mir zu nehmen, endet das im Krankenhaus mit einer schweren Komplikation, wo ich mit dem Tod auf einem Seil tanze. Meine Geduld ist am Ende, dass die Ärzte mir nicht helfen. Erneut werde ich meine Schnittpräparate untersuchen lassen und ich werde beweisen, dass ich ein Impfschaden 2021 bin. Es steht schon fest, aber ich werde es nochmal öffentlich beweisen, dass ich keine Hilfe bekommen habe, dass ich mir selber helfen musste, dass ich immer noch mit dem Tod tanze, dass ich verhunger. Jetzt mein Zustand ist, ich verhunger, während ich vor euch, vor der Kamera spreche. Ich verhunger. Und verhunger heißt, mein Darm ist entzündet, so hochgradig entzündet. Mein Magen ist entzündet, meine Speiseröhre und meine Luftröhre. Ich kann nicht essen. Ich werde ernährt über die Vene, was ich selber gezahlt habe, was mittlerweile eine Stiftung übernimmt. Bald werde ich wieder ein Broviac-Port. Viele werden nicht wissen, googelt es, was ein Broviac-Port ist. Das bekommt kein Mensch, der nicht krank ist. Ich möchte mit dem BioNTech-Impfschaden aufmerksam machen, weil mich keiner sieht, weil mich keiner hören will, weil man mich nicht haben will. Ich werde ignoriert von jeglichen Ärzten. Es sind sehr wenige Ärzte, die sagen, Mensch Katharina, scheiße, ich kann dir irgendwie helfen. Ich versuche das. Deine Krankheit ist nicht heilbar. Du wirst sterben. Wir können dein Sterben nur lindern. Hinauszögern eventuell. Aber ja, ich werde sterben. Nein, diese Spritze rettet uns nicht alle. Was ihr mit dieser Information macht, bleibt euch selbst überlassen. Ich werde niemanden aufhalten oder fordern, tu das, tu das. Nein, aber ich bin da. Ich bin das, was ihr nicht sehen wollt. Ich bin Impfschaden 2021. Zusatz zu Video Part 1. Hier anbei zeige ich nochmal ein paar, was der Simulant alles so erlebt hat. Der schöne Bauchdeckenbruch, der nachoperiert werden musste. Die Aften, die keine waren, die dokumentiert worden sind vom Kieferchirurgen. In jedem Krankenhausbericht steht drin, sie hat keine Aften. Daraufhin hat mein Kieferchirurg gesagt, warum hat sie die nicht?
Das ist ein schönes Vorschub. Das ist ungefähr OP5. Da sieht man immer noch den künstlichen Darmausgang. Hier wollte ich selber eine Afte fotografieren. Und da sieht man, wie schön das Nasenbluten ist. Es läuft einfach raus. Dann haben wir nochmal einen Bauch, der nach der Nachoperation, dass der Bauchdeckenbruch entfernt worden ist. Und hier ist ein Bild. Dieses Bild ist 3 Monate alt. Immer wieder kommt es zu den Zuständen, dass ich 29 bis 32 Kilo wiege, weil ich nicht essen kann. Ich kann nicht essen und ich lebe durch eine Stiftung, die mir zurzeit das Leben ermöglicht. Da die Krankensystem 2022, nein, meine Krankenkasse zahlt es nicht. Es ist mir nicht möglich, oral Essen zu mir zu nehmen. Gerne kann sich das Fernsehen oder jegliche Presse, Print, Medium bei mir melden. Ich bin zu jeder Zeit zu einem Interview bereit. Mein Name ist Katharina. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.